Das ist meine Stadt. Hope End ist der einzige Ort auf der Welt, an dem ich glücklich bin. Mein Freund hat gehört, dass sich die Sekte die Werkstatt holen will. Angeblich wollen die da einen riesen Supertruck bauen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wir müssen diese Peggys so oder so loswerden. Fortschritt ist sicher. Weg hier raus! Wir stecken hier fest! Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch! Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt.
auch im Namen deines Widerstands erobern. Wenn diese Wände reden könnten, vielleicht eher schreien, sei gewiss, dass ich eines Tages wieder einziehen werde. Früher oder später. Und wenn ich das tue, dann hänge ich mir vielleicht deine Haut als Trophäe über den Kamin. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Evans Gate getan hast. Die Sektentaufe. Es heißt, ein paar einheimische Pyromanen wollen gegen die Sekte kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Buswrack campen. Ist nicht weit. Stärker werden. Sie wird dich zu bösartigem antreiben. Auch die, denen du zu tiefe Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. John hat dich geläutert. Jetzt gehört das. Da fühlt sich schmutzig. Ist das nicht schön hier? Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu! Ranch einzubrechen.
Zeit. Das müssen die erstmal verdauen. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Was anderes machen die hier gar nicht. Sie schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ach, eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts! Ja, wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass sie ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Zu Hause aufgeben und türmen muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Es lässt mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Die haben sich jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient und jetzt verliere ich alles an so einen Mann. Mit den Rice legt man sich nicht an, ohne Federn zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partner. Du solltest jetzt über ein Feld fliegen. Heiz allen Peggys, die du siehst, richtig ein. Und wenn du Blitztankwagen siehst, jag sie in die Luft. Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim!
leben. Kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf.
ich an! Bleib auf Distanz! Ich bombardiere die Typen! Hinder, schau! Auf der Fliege! Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Nicht? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf.